Spieler wächst in den Bändern nach vor und vor der Linie abbremsen. Genau. Und komm. Und schnell abbremsen, Männer. Genau, wenn Sie, wenn Sie keinen Platz habt, dann seid ihr vorbei. Gut so. Spieler alle gesund geblieben bisher? Bis jetzt schon, ja. Bis jetzt Pekka ist da, Dodi ist da. Die machen auch ihr individuelles Programm heute. Jove kommt heute Abend. Und Olli, habt ihr gesehen, ist soweit wieder da. Und alle anderen haben ja dann heute nochmal den Einsatz und kommen dann hoffentlich morgen dann auch gesund wieder. Das war für Jochel und Konga jeweils das Debüt in der A-Mannschaft. Mhm. Auch für beide hier an unterschiedlichen Punkten. Der eine spielt, aber hoffentlich der andere noch gar nicht gespielt. Kann das nochmal extra Schwung geben? Ja, mich freut es für beide, dass sie jetzt zum ersten Mal jetzt für ihr Heimatland dann auch ihren Einsatz hatten jetzt mit Uruguay und an Elfenbeinküste. Und klar, jeder Einsatz dann auch fürs Nationalteam gibt einen Schub. Und jetzt hoffen wir wirklich, dass heute nochmal der Einsatz erfolgreich stattfindet und vor allem aber auch verletzungsfrei. Inwiefern hilft es, dass sie erst Sonntag spielt, dass sie eine lange Woche hat? Ja, das hilft schon, definitiv. Du hast einen Tag länger dann auch, das hilft. Dadurch, dass du dann morgen fast alle wieder komplett hast. Donnerstag hast du dann diesen mannschaftstaktischen Bereich, drei Tage vorm Spiel, hast einen Takt länger und das hilft uns schon definitiv. Ja. Wie froh ist man als Clubtrainer, dass jetzt die beiden zuletzt angesprochenen nicht um die halbe Welt geflogen sind, sondern in Europa? Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe auch die Erfahrung gehabt jetzt mit dem einen oder anderen Spieler, wenn die dann mal in Paraguay oder irgendwo rumtouren, dass es dann auch mal mehr als 24 Stunden Flug sein kann mit Zwischenlandung. Und deswegen ist es von Vorteil definitiv, dass die hier in Europa sind und schnellstmöglich dann auch wieder hier in Berlin landen. Django habe ich gestern gesehen, hat sein Lachen nicht verloren. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und hat alles gut verkraftet, den Umständen. Und dementsprechend müssen wir schauen jetzt, wie das endgültig dann ist, wenn die Befunde da sind. Aber wir haben schon Hoffnung, dass das vielleicht ähnlichen Verlauf nimmt wie bei Marco. Dann jetzt Ende der Woche wahrscheinlich. Genau, endgültig dann ist es Ende der Woche. Aber das, was wir jetzt sagen können, ist, wie gesagt, Djanga gestern gesehen. Die weißen Zehen haben wir gesehen, das Lachen hat man gesehen bei Djanga.
Bitte? Kam er hier vorbei? Nee, ich habe ihn gesehen, privat. Okay. Und habe ihn besucht gehabt und ja, und dementsprechend hoffen wir jetzt, wie gesagt, dass Ende der Woche dann endgültig der Befund da ist und dass wir dann endgültig Bescheid wissen, wie dann der Stand der Dinge ist. Und alles ist bis jetzt in den Umständen gut verlaufen, was Operationen angeht, was seinen Kopf angeht, seine Gefühlslage angeht, ist ja auch immer wichtig. Von daher sind wir optimistisch und positiv, all das, was wir jetzt machen können, ihn zu unterstützen.